bist noch gar nicht rot. Warum bist du nicht rot? So, wir haben nur noch 71 Steine im System. Moment mal. War das nicht zigtausend vor kurzem noch? Oder wird schon alles verlernt, fehlt? Oh, und da ist auch noch was. Du mach mal. Da und da macht das alte Gedöns weg. Und warum ist das hier so kreuz und quer? Kreuz und quer geht gar nicht. So. Und da dann bitte ein Drill drauf. Das sind dann nochmal, wie viel? 1200, sehr gut. Da. Da ist auch noch ein Steinchen. Dann fordere ich das, glaube ich, gleich einfach bei der einen Kiste an. Bei der da. Also, hier ist schon ganz schön viel. Sofort vermauern jetzt ein Teil. Ja, das ist schwer. Oh, das ist noch ein Stein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Lämpfe ich brauche und wie viele Ziegel ich brauche für Mauern. Hm. Kann ich hier gucken, wie viele Mauern ich im System habe? 290. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, ob das reicht oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ich gehe mal wieder in die Richtung. Was brauche ich noch, bevor ich jetzt wieder nach Osten laufe und dann die Hälfte nicht dabei habe? Erstmal weg von den ganzen lauten Zeug da. Strom ist... Oh. Ja, Strom ist grenzwertig. Zwischendurch weiter Strom aufbauen. Den Platz hier kann ich nicht für Strom nutzen, aber hier könnte ich Solarpanels hinbauen. Die Musik ist gerade ziemlich bedrohlich. Dafür, dass ich noch die Basis baue. Aber der Soundtrack ist geil. Haben sie richtig schick gemacht. So Stimmung eher fast Eve-artig. Genau, also. Ich sollte die Ziegel, die da sind, aber auf jeden Fall schon mal zu Mauern verarbeiten. Sonst verfälscht das Ergebnis so ein bisschen. Da war das. Also hau da eine Fabrik hin. Ich glaube, die arbeiten recht schnell. Mauern. Ja, das geht schnell. Gut. Und warum habe ich da eine rote Kiste gemacht und keine blaue? Fragen über Fragen. Aber das können wir dann später gucken. Ob wir das nochmal befüllen lassen mit Steinen oder nicht. Lenfel habe ich auf Tasche jetzt 114. Ob das reicht, ist fraglich. Aber Mauern kommen rein. Okay, Mauern kommen. Roboports brauche ich noch ein paar. Dafür fehlen primär Zahnräder. Zahnräder habe ich hier oben noch nicht. Ah, Mist. Und ich sollte in den nächsten Folgen auch mal eine Folge machen, komplett nur mit Fehlerbehebung. Keine Türme schießen. Präzisionsgatling. Danach kann ich weiter über Fehlerbehebung reden. Ich höre kein Tutong, Tutong, Tutong. Du bist gestorben, ohne dass ein Turm anwesend war? Ein Selbstmörder vielleicht. Ha. Na gut. Zurück zur Fehlerbehebung. Ich weiß, dass in den Kommentaren der letzten Folgen sich einige Sachen gesammelt haben. Ich hatte mir sie auch angeguckt, aber das ist schon wieder 2 Tage her. Oder anderthalb. Das heißt, bitte, falls was Schwerwiegendes euch aufgefallen ist, dass in diesem Video, in dieser Kommentareinheit schon wieder angreift. Alle schießen. In diesem Video bitte nochmal vermerken und dann werde ich, sobald ich diese Kommentare dann in 1,5 Tagen oder 2 Tagen lese, die nächste Folge, die ich dann aufnehme, damit beschäftigen, mich beschäftigen, die Fehler zu beheben. Wobei ich jetzt ad hoc nicht so wüsste, was da so schlimm sein kann. Es läuft alles einigermaßen. Wir haben Strom, unsere Türme schießen, wir kriegen Ressourcen, es kommt kein Leichtöl. Oh, warte, von Leichtöl hatte ich, glaube ich, sogar was gelesen. Leichtöl geht von da nach da. Geht von da hoch zu dem. Wie viel Leichtöl-Muni haben wir? Wie viel Napalm-Muni haben wir inzwischen? Oh, ist okay. Das wird ein Sniper sein, der gerade die Leute auf Trab hält.
Aber es ist gut, dass wir hier die Turmherstellung theoretisch haben. Praktisch fehlt Kupfer. Ja. Dir wahrscheinlich auch, ne? Ja, das kommt alles mit der Zeit. Roboter sind alle komplett ausgelastet. Das ist verständlich. Roboports habe ich jetzt... Ganz raus. Habe ich jetzt einen. Das ist wenig. Also ich brauche Stahl, ich brauche Zahnräder. Ich sollte... Hier kommt immer noch kein Eisen an. Ihr kriegt mal, um die Roboter jetzt noch mehr auszulasten. Weil sie ja schon, ne, nicht genug zu tun haben. Shift rechts, Shift links. Ihr kriegt jetzt nochmal Eisen direkt angefordert. Ach, das waren Zahnräder, warte. Dann natürlich nicht so, sondern... Zahnräder. Shift rechts, Shift links. Da. Oh, da hätte ich auch fast selber meinen Po zerstört. Das muss auch noch umgebaut werden, ist aber nicht so wichtig. Hier, Zahnräder. Gib mir Zahnräder. So, und jetzt noch Stahl. Stahl sollte auch vorhanden sein. Das war hier hinten. Hier hinten? War das nicht? Wo ist die gelbe Kiste hin? Achso, da ist die gelbe Kiste. Das wird jetzt wieder noch mehr Eisen fressen. Aber dafür haben wir wieder mehr Strom, weil das gesetzt wurde. Außer halt die Akkus. Stimmt. Akkus werden momentan gar keine hergestellt, weil keine Batterien mehr hier lang fliegen. Aber das passt dann auch. 30 Akkus fehlen. Die Blueprints sollten sich aber in 5 Minuten auflösen. So, bau bitte 2 Roboports und dann muss ich schnell wieder nach Osten, damit das da auch endlich mal weitergeht. Aber wenn man nichts macht, kann nichts passieren oder so ähnlich. Achso, lauf mal hier auf Fließband. So. Kommen noch irgendwelche großartigen Steinreserven vorbei, die ich so mitnehmen könnte? Sehe ich gerade nicht. Gut. Ja, Muni habt ihr alle noch gar keine. Das heißt, wenn hier einmal ein Gegner lang laufen würde, könnte der ganz viel nom nom und ich hätte ein Problem. Das hier sieht sehr skurril aus. Vielleicht sollte ich auch einfach erstmal nur die Mauer setzen. Ist auch ein Plan, oder? Ich mache einfach noch einen Blueprint. So. Einfach nur von einem Stück Mauer. Dann setze ich das da drauf mit Shift. Achso, und natürlich den nächsten Roboport setzen. Da. Bis wo verbindet ihr euch noch? Bis hier. So. Wo ist das Blueprint? Da ist Blueprint. Flup. Flup. Bauen tun sie auch im gelben Bereich. Das sollte also bis da okay sein. Und dann fülle ich das hier erstmal auf, wenn es klappt. Ich habe meine Zweifel. Zeile wurden entschädigt. Entfleucht oder so ähnlich. Keine Zweifel. Alles gut. Du. Setz mir davon, dann gucken wir, wo der nächste Roboter hinkommt. Ihr habt 97 Sachen, die fehlen. Das ist hoffentlich bald nicht mehr so. Und da wird genau geschossen. Verbinde dich. Binde dich so. Und ich denke, ich sollte die Mauer so erstmal bauen lassen, hm? Weil die müssen ja auch hin und her fliegen und es sind nicht so viele Jungs. Da könnte es gut passieren, dass die Blueprints despawnen, bevor die überhaupt so weit sind. In der Zwischenzeit setze ich mal von Hand hier noch ein paar davon. Damit das die Roboter später auch nicht machen müssen. So, Türme werde ich nicht setzen, das ist zu sehr Kuddelmuddel. Die bringen mir rote Chips, das ist echt lieb von euch, aber ihr habt gerade viel Wichtigeres zu tun, oder? Ja, alle ausgelastet, dann nehme ich den mal raus und den auch. Könnte man das so ruhig liefern, aber danach solltet ihr euch um die anderen Sachen kümmern. Weil die Basis ist gerade wichtiger als der Spieler. Ich hab den Roboter eingesackt. Raus mit dir. Nicht faulenzen, du musst arbeiten. Die Maus nehme ich noch mit. Die kann ich dann auch in die Kiste schmeißen. Oh,
Wobei ich nur 44 habe. Wie viel ist im System? Sieht man da? Ja, 401 Mauern. Gut, also ich werde die Mauern nicht sofort ins System schmeißen müssen. Im System sind genug vorhanden. Die müssen nur abgeholt werden. Wie schaut's aus mit neuen Robotern bauen? Genau, bau einfach mal 10 neue Construction Bots. Dann hole ich mir hier noch... Oh, super. Sehr schön. Das sind Restbestände, oder? Ich glaube, wir arbeiten hier noch komplett mit dem, was früher in den Tanks drin war. Das heißt, wir haben hier die roten Engines und wir haben drüben ja auch nochmal so eine Anlage. Krass. Krass, 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 krass. Der Rest hier ist aber... Oh. Da ist auch noch ziemlich viel Leichtöl und Schweröl. Das heißt, ich könnte theoretisch das so machen. Das Ding würde jetzt auch noch weiterarbeiten. Hm. Du da. Dich hole ich dann später auch mal ab. So. Ihr seid in Arbeit. Die ersten 5 können allerdings raus. Dann mache ich jetzt nochmal eine Runde. Räume Kisten weg, suche Stein. Schau, wie das aussieht mit der Verarbeitung von Stein zu Steinziegeln und zu Mauern. Achso, die Sachen können hier mal raus. Die sollte ich irgendwo hinsetzen innerhalb des Robobereichs, damit sie repariert werden. Warum kriegst du keine Munition? Ah, weil du das Falsche im Ärmchen hast. Genau, das ist nämlich ein Sniper-Turm, da wollte ich was anderes machen. Und hier ist ein Ölfeld. Aber es ist nur eins, das lohnt sich nicht, da was zu machen. Nee, ist okay. Lauf mal auf dem oberen Fließband lang, das ist schneller. Ah, ist ein Splitter in der Kiste? Oh nein, 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 nein. Genau, das wollte ich nicht. Wir brauchen Kampfroboter, wir brauchen Bomber, wir brauchen alles Mögliche. Irgendwas, was schneller ist als ich. Also, dann wohl doch keine Roboter. So, die werden jetzt fleißig da aufgenagt. Aber bisher ist nur eine Sache kaputt gegangen. Eine Mauer. Ja, das fällt nicht großartig auf. Ah, Hals bringt mich wieder um. Ah, da. Oh, das ist ein bisschen mehr. So, bitte reparieren, was ich gerade gemacht habe. Du. Oh. So. Ja, ich müsste hier Türme setzen und einfach die... So war das, ne? Ja. Da und... Da. Das war, glaube ich, anders. Das war so... die Türme. Aber es kommt halt nichts aufs Fließband. Das heißt, ich müsste die von Hand füllen. In der Mitte ist auch irgendwo ein Angriff. Die sind falsch rum, nicht ernsthaft. Du, tu da rein. So. Wie steht die Mauer schon mal? Das sollte eine Weile dauern, bis es da durchbrechen kann. Schießt irgendjemand auf die da unten? Ja, 3 Stück. Okay. Setze Mauer. Hier. Dann brauche ich hier noch Strom. Setz dann den nächsten Roboport und dann sollten wir schon einmal rum sein. Das hier ist die Höhe, richtig? Oh Gott, das könnte jetzt... Jetzt kommt der Härtetest, ob ich mich irgendwo verbaut habe. Ich muss jetzt von hier aus nach Osten durchziehen. Und gucken, ob das passt. Du. Haut nicht hin, ha? Bau noch mehr davon. So. Und das sollte jetzt richtig schön übergehen in das da von oben. Wenn ja, kann ich die Mauerpläne schön unten drunter setzen. Wenn. Oh, das geht auf. Sehr gut. Zack. Zack. So. Ha. Nimm Mauerplan. Ah, ne. Nimm den letzten Robobord. Zwiesel den da irgendwie so an. Und dann... So. Abstand war... 1, 2, 3.
1, 2, 3, das heißt hier drunter. Kommt die neue Mauer. Also dahin. Dahin. Und bei dem Rest warte ich erstmal. Ja, wobei, die sind recht flott. Und ich habe auch noch 5 hier, die ich ausschmeißen könnte. Ich glaube, ich plane mal ein bisschen mehr. Also nimm bitte das. Und okay, ich plane noch 5 Felder, den Rest baue ich einfach selber. So. Das heißt, das hier kann jetzt komplett alles weg. Das heißt, sobald die Roboter drüben soweit sind, alles hier aufgebaut haben, kann ich hier einen Abreißbefehl machen, damit wir wieder noch mehr Mauern im System haben. Und dann können wir auch demnächst, in Anführungszeichen, die Mauer nach Süden erweitern, um das Öl zu schnappen. Das wird ja doch teilweise problematisch. Achso, und die Mauern hier können dann, die Türme hier können auch weg. Passt nicht ganz so viel, dann mache ich den Auftrag jetzt schon mal. So. Damit die auch schon mal ein System sind, überall aufgestellt werden können. Nächst Wichtiges ist dann mit den Fließbändern. Also nächste Folge werde ich die Fließbänder hijacken, die da hinten sind. 2400? Ich werde die Fließbänder schnappen und ich werde das Munitionsding einmal außenrum ziehen, um das neue, damit wir da eine ordentliche Versorgung haben. Und dann sollte die Osterweiterung schon soweit durch sein. Ging doch schneller, als ich dachte. Also bis gleich.